Okay, dann lege ich mal los. Bist du bereit? Ja. Ich habe einen Stift und du eine Telefonnummer. Stell dir nur all die Möglichkeiten vor. Kannst du das nächste Mal dabei bitte in die Augen gucken? Okay. Dann fühle ich es noch mehr. Ja, okay. Aber kannst du es nochmal sagen? Ja, okay, warte. Okay. Du musst aber die Augen aufmachen, wenn ich in die Augen gucke. Ich habe einen Stift und du eine Telefonnummer. Stell dir nur all diese Möglichkeiten vor. Wow. Würdest du mir so die Telefonnummer geben? Nee, den Stift auch nicht. Du musst halt direkt lesen. Na, Praline, Lust auf eine Füllung? Okay. Ja, aber ich muss mich in den emotionalen Status bringen. Okay, ich lese mir jetzt auch einmal kurz durch, weil dann kann ich dich auch an... Das ist aber ein sehr langer, vielleicht kann ich dich nicht dabei gucken. Okay. Wenn du dann an der Bar stehst und dann jemanden kennenlernst... Warte, ich hol meinen Zettel kurz raus. Entschuldige, mein Freund da hinten ist ein wenig schüchtern. Er hätte gerne deine Nummer, damit er weiß, wo er mich morgen erreichen kann. Oh Mann, das ist schlecht. Gut. Okay, wow. Das ist ein Aufsatz. Und da kann ich dich nicht angucken. Okay, ich fühle es trotzdem. Okay. Kannst du mir mal kurz dein Telefon leihen? Ich muss meine Mutter anrufen und ihr sagen, dass ich gerade meine Traumfrau getroffen habe. Oh Gott! Also der geht doch weiter. Oder was? Nee. Aber ich schon. Ich wollte nur gerade feststellen, dass der bisher der schlechteste war. Ja, der ist. Oh Gott. Ich hänge an deinem. Ja! Ich bin vom TÜV. Darf ich dir mal deine Huben tanzen? Wir hatten doch mit Joe auch mal, wenn sie mal beim TÜV ist. Joe Wedemeyer, TÜV. Insider. Oh Gott. Ich bin noch nicht erholt davon, aber ist okay, mach weiter. Gehst du vor mir auf die Knie? Nee, du bleibst da stehen. Oh, okay. Warte, wie ging er nochmal? Soll ich so hochhalten? Hey, glaubst du an Liebe auf den ersten Blick oder soll ich nochmal kommen? Du könntest richtig bei Bauersucht Frau oder so machen. Bei Inka Blue. Nee, das weißt du nicht. Diese blonde Kurzhaarige auf jeden Fall. Sonja Zietlow. Für das Dschungelcamp oder was? Oh Mann, das hast du auf jeden Fall also wirklich gut geschauspielt, das muss man auch mal sagen. Danke. Heißt du Google? Du bist alles, nach dem ich je gesucht habe. Ist einer Bachelorarbeit oder Masterarbeit? Ja, der ist aber auch okay. Gibt natürlich auch noch andere Suchmaschinen. Oh, der ist sympathisch. Okay. Ich bin so schlecht im Bett, das musst du mal erlebt haben. Okay, kann man nehmen. Tat es weh, als du vom Himmel gefallen bist. Ja, da ist er. Da ist er. Nee, ging eigentlich. Sag's mir deinen Namen. Pia? Ich muss ihn doch. Warte, ich fang nochmal an. Cut. Sagst du mir deinen Namen? Pia? Pia? Das bringt mich ein bisschen raus. Okay, dann lass ich das. Sagst du mir deinen Namen? Nein, nicht Pia. Ich muss ihn für den Weihnachtsmann auf meinen Wunschzettel schreiben. Krass, drei Anläufe. Ja, bitte. Konzentration lässt, ne? Wenn du eine Kartoffel wärst, wärst du eine Süßkartoffel. Oh, der ist süß. Den? Ja, der ist süß. Aus dem Edeka? Oh, nee, ja, gleich Bio. Warm. Aber Bio. Tun dir deine Beine nicht weh? Du gehst bestimmt den ganzen Abend durch den Kopf. Wie viele Schritte habe ich denn so gesammelt? Boah, 10.000 bestimmt. Gut. Wenn du hier bist, wer spielt denn dann im Himmel gerade Harfe? Ukulele. Ukulele. Ich singe dazu dann. Aber ich bin doch auf den Boden gefallen. Das hast du ja schon davor gesagt. Hä? Ja, aber... Als sie aus dem Himmel... Ja, wenn du hier bist, wer spielt denn gerade im Himmel Harfe? Genau, danach bin ich dann... Ja, du hast recht. Du bist da reingespielt. Gut, Klassiker. Hast du falsch geparkt? Denn ich bin hier, um dich abzuschleppen. Ach Gott. Der ist langweilig. Meinst du, irgendeiner von denen ist erfolgreich? Ich glaube schon, dass...
Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, ob einige von euch da schon Erfahrungen mitgemacht haben, dass sie so die Liebe ihres Lebens gefunden haben. Das ist ja wirklich, wirklich mal sehr interessant. Ich kenne keinen. Ich auch nicht. Bei mir wirkt es auch nicht. Als Gott dich schuf, wollte er sicherlich angeben. Das hat noch nie immer zu mir gesagt. Ja, letzter, ne? Wenn du ein Präsident wärst, wärst du Babe-Braham Lincoln. Babe-Braham. Oh Gott. Gut. Ja, super. Okay, was ist dein Favorit? Ich habe meinen Favoriten. Du hast deinen Favoriten? Ja, also von mir jetzt. Deine habe ich nicht mal alle im Kopf. Erzähl mir mal. Mal. Ja, ich bin lies mir deinen darf noch ich mal deine Hupen testen? Schon sehr witzig. Nein, darfst du nicht. Oh Mann. Aber ja, der ist gut. Ich finde Nummer 5 ganz lustig. Ich bin so schlecht im Bett, das musst du mal erlebt haben. Ja, okay. Weiß nicht, so ein bisschen selbstironisch. Finde ich ja, ganz lustig. Na gut, nutzen würde ich wahrscheinlich, wenn du eine Kartoffel wärst, wärst du eine Süßkartoffel. Nutzen? Nutzen würde ich hier nur die Überschrift. Valentinstag, Anmachsprüche, intern, allgemein. Intern, allgemein, ja. Und das wird ausgestrahlt. Oh Gott. Schön, dass ihr uns zugehört habt. Schönen Valentinstag. Ja, euch und euren Lieben. Die man nicht mehr anmachen muss.